Dreimal schon war das John-Brinkmann-Gymnasium im AOK-Schulmeisterwettbewerb Landessieger von Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Mal hatte es aber auch mit dem Sieg auf Bundesebene geklappt. Unter 16 für die Endrunde qualifizierten Finalisten gewannen die Brinkmänner vor der Oberschule an der Ecke aus Bremen und dem städtischen Gymnasium Bad Segeberg. Der Preis? Ein Exklusivkonzert in der Sport- und Kongresshalle, zu dem am Freitag über 500 Gymnasiasten kamen. Im Foyer zeigten sich Mitarbeiter der AOK und informierten über die Leistungen der Gesundheitskasse. Stefan Bauchwitz über den seit 2011 ausgetragenen Wettbewerb. Die AOK ist ja die Gesundheitskasse. Insofern fragen sich viele, wo ist jetzt hier der Punkt Gesundheit dabei? Es sind junge Leute. Als Krankenkasse, als Gesundheitskasse mussten wir uns überlegen, wie können wir junge Leute ansprechen, wie können wir junge Leute in das Thema Gesundheit heranführen. Und was liegt da näher, als es mit Musik zu machen? Das heißt, der Wettbewerb ist ja nicht allein dieses Konzert hier heute Abend. Der Wettbewerb hat ja auch eine Quizphase. Die Quizphase ist der Vorlauf. In der Quizphase werden die Schulen aktiviert, Gesundheits- und Wissensfragen zu beantworten, werden dafür bepunktet. Das heißt, wir arbeiten damit Gesundheitswissen auf, um Schüler mit Positionen in Berührung zu bringen, an die sie sonst gar nicht denken würden. Und dann gibt es die Roadshows, das heißt, die, die sich im Quiz platziert haben, haben die Roadshow auf dem Schulhof und das sind sportliche Aktivitäten, das heißt, werden koordinative Aktivitäten geschult, sodass wir die Themen Wissen um Gesundheit und Bewegung in Verbindung bringen und der Lockvogel ist das Konzert, weil sonst kommt meine Jugend nicht ran heutzutage. Einige Schüler aus dem 40-köpfigen Team, die die zweite Runde im Wettbewerb bestritten hatten, konnten vor dem Beginn einige Künstler zum Interview treffen. Mark Forster sollte eigentlich dabei sein, aber sein Flug verspätete sich. Bange Frage, würde er es rechtzeitig aus Frankreich nach Güstrow schaffen? Den ersten Akzent auf der Bühne setzten die viermaligen Breakdance-Weltmeister Flying Steps. Die Berliner Tanzgruppe, die sich 1993 gegründet hat und auf Breakdance, Popping und Locking spezialisiert ist, übernahm den temperamentvollen Auftakt des Festes. Danach gab es den ersten Kreischalarm des Abends. Die Zwillinge, die Lochis, gerade 17 Jahre alt geworden und das Fachabitur gemeistert, übernahmen das Kommando auf der Bühne. Auf YouTube und in den Charts Dauergäste bewiesen Roman und Heiko Lochmann, dass sie es auch live können. Mit Partynebel verabschiedeten die Lochis ihr Publikum in die Pause. Zeit zum Durchschnaufen, zu Gesprächen, zum Erfrischen oder für einen Spaß vor der AOK-Kamera. Und Zeit für eine kleine Umfrage. Ja, aber haben gut Stimmung gemacht, ja. Ja, hat sich gelohnt jetzt. Also es hat mir auf jeden Fall gefallen und die gute Stimmung war auf jeden Fall gut. Ja, die Musik war nicht so meins, aber wenn die Stimmung stimmt, dann ist alles super. Also von daher. Ja, war ganz okay, ne? Aber ich mag lieber Metal, tut mir leid, ist nicht meins. Ja, ganz gut. Also es hat gefallen. Ja, die Lochis fand ich nicht so doll. Aber die Tänzer waren ganz gut. Ich hoffe, jetzt mit Mark Forster wird es besser. Hoffnung auf Mark Forster? Ja, eher Fan von Mark Forster als von den Lochis. Klar, alle warteten auf Mark Forster. Der 32-jährige deutsche Sänger und Songwriter mit polnischen Wurzeln ist auch ein großer Fußballfan. Mit Oliver Welke und Oliver Kahn hatte er am Donnerstagabend noch das EM-Spiel Deutschland gegen Polen ausgewertet. Da sich sein Flug aus Paris verspätete, war nicht klar, ob Mark Forster es rechtzeitig nach Güstrow schaffen sollte. Aber dann stürmte er auf die Bühne und hatte das Publikum im Handumdrehen auf seiner Seite. Im Nu eroberte der Superstar die Herzen der jungen Konzertbesucher. Und das nicht nur mit seinen Liedern. Der einzige Grund, weswegen er Paris und die Europameisterschaft verlassen habe, sei Güstrow, seine Lieblingsstadt, erklärte er augenzwinkernd unter dem Jubel der Fans. Ich bin ja unterwegs bei der Europameisterschaft und es gibt nur einen Grund, warum ich Paris verlassen würde. Und das ist meine Lieblingsstadt, Güstrow! Von seinen vielen Ohrwürmern hatte Mark Forster auch den offiziellen EM-Song des ZDF, Wir sind groß, mitgebracht. Lass uns auf aufs Dach, da ist der Himmel leer. Ey, die Zeit ist knapp, zusammen haben wir mehr. Wir können das Buch selber schreiben. Es gibt genug freie Seiten für immer bunteste Zeiten. Ich weiß, für uns wird so bleiben. Über
Über eine Stunde begeisterte Mark Forster sein Publikum. Im Anschluss an das Konzert nahm er sich noch Zeit, das Meet and Greet nachzuholen. Für die Gymnasiasten war es ein phänomenaler Abschluss des Schuljahres, auch wenn es bis zu den Sommerferien noch ein paar Tage hin sind. Es hat sich für die Brinkmänner wirklich gelohnt, Bundessieger im AOK-Schulmeisterwettbewerb zu werden. 2017 gibt es einen neuen Wettbewerb.